Alle reden von Digitalisierung. Auch heute Abend ist dieses Stichwort ja schon mehrfach gefallen. Also wechseln wir endlich mit dem nächsten Unternehmen in die IT-Branche. Die Ingenieursgesellschaft für Prozessrechner und Mikrocomputeranwendungen MBH Lachmann und Rink aus Freudenberg. Die gehört mit über 30-jähriger Expertise für kundenspezifische Hard- und Softwareentwicklungen für industrielle Anlagen zu Südwestfalens größtem und erfahrenstem Entwicklungszentrum. Sie selbst formulieren das so. Uns gab es übrigens schon, als Personalcomputer, MTV und CDs gerade auf den Markt kamen und Mobiltelefone noch klobige Kisten mit Tragegriff waren. Derzeit arbeiten bei Lachmann und Rink 105 Mitarbeiter, vor allem aus den Bereichen Informatik, Elektrotechnik, Mathematik, Nachrichtentechnik und Physik. Und das tun sie in interdisziplinär zusammengesetzten Teams, denn ebenso vielfältig wie die Branchen, für die sie arbeiten, sind auch die Anforderungen der Kunden. Egal ob Maschinenbau, Medizinprodukte, Nahrungs- oder Genussmittel, Werkzeugbau, Verpackungsindustrie oder Gebäudeautomation, Lachmann und Rink ist Inside. Viele Technologie- und Weltmarktführer, wie zum Beispiel Albrecht Bäumer oder Krombacher, die wir hier schon erlebt haben, sichern sich seit langem ihre Spitzenposition mit Hard- und Softwareentwicklungen aus Freudenberg. Und dafür braucht Lachmann und Rink viele kluge Köpfe im Team. Und dieses Team wächst übrigens seit 2014 pro Monat um einen Mitarbeiter. Und an der Spitze von Lachmann und Rink stehen zwei Geschäftsführer, Arjan Billiard und Claudius Rink. Und der letztgenannte, Claudius Rink, der will sich jetzt bei den klugen Köpfen unter Ihnen bewerben. Und Vorbereitungszeit hatte er dafür im Gegensatz zu all seinen bisher angetretenen Konkurrenten nicht viel. Denn erst vor einer Woche haben wir ihn zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Aber gemäß seines Mottos, halte dich mit dem Klassenkasper gut, er könnte dein Chef werden, hat er diese Herausforderung angenommen. Und jetzt sollten nicht nur die Hochschulabsolventen unter Ihnen ihre Ohren spitzen, sondern auch die Schul- und Berufskollegabsolventen. Denn ab August 2018 sind bei Lachmann und Rink zwei Ausbildungsplätze zu besetzen, nämlich Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und für Systemintegration. Begrüßen Sie mit mir mit einem ganz kräftigen, ermutigenden Applaus Claudius Rink mit seinem Vortrag »We want to light your fire«. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Ja, erstmal von mir auch ein tolles Hallo. Jetzt stehe ich hier. Und warum stehe ich hier? Ich darf mich bei euch bewerben, wurde mir vor einer Woche am Telefon gesagt. Im Urlaub wurde ich angerufen von Herrn Gräbener persönlich, ob ich Lust hätte, am Recruiting-Slam teilzunehmen. Und entweder lag es am holländischen Bier oder an meiner Neugier, dass ich spontan zugesagt habe. Also stehe ich jetzt hier und bewerbe mich bei euch. Und bei mir stand das große Fragezeichen. Wie so viele, die in den Beruf eingehen, steht auch ein Fragezeichen. Deswegen will ich euch jetzt auf den Weg führen, wie wir aus dem Fragezeichen eine leuchtende Glühbirne machen. Dafür bräuchte es nämlich Förderer, Unterstützer, Teamplayer, also viele Menschen. Männlich und weiblich, aber muss immer begleitet werden, mit an die Hand genommen werden. Um dem Genderfaktor gerecht zu werden, werde ich uns und euch in dieser Vorstellung jetzt als Glühbirnen bezeichnen. Wir sind also Südwestfalens größtes Entwicklungszentrum. Wir unterstützen unsere Kunden, die aus Industrie- und Weltmarktführern bestehen. Um unsere Kunden zu unterstützen, brauchen wir Glühbirnen. Das heißt, wir brauchen euch.
Wir suchen nach Glühbirnen, wir suchen nach Menschen wie er hier, Technikinteressierte. Wir suchen nach Denkern, nach Menschen, die Leidenschaft an Hard- und Softwareentwicklung haben, die Spaß haben am Lösen von Problemen, an Teamplayer. Also, diese Menschen sind bei uns ganz wichtig und wollen und dürfen sich bei uns stetig weiterentwickeln. Er steht als Synonym für die Person, die wir eigentlich suchen. Bei uns könnt ihr euch individuell entwickeln, sozusagen euren eigenen individuellen Marktwert erhöhen. Das unterstützen wir durch individuelle Einarbeitungspläne, eine hierarchieübergreifende Feedbackkultur und persönliche Entwicklungspläne. Denn der Wert von Lachmann und Rink ist durch das Know-how unserer Glühbirnen, also durch euch, bestimmt. Ihr seid das höchste Gut. Ist jetzt super geschleimt, bringt es aber auf den Punkt. Und da eine Gemeinschaft mehr Wissen hat als jeder Einzelne, spielt der Teamgedanke und der Wissensaustausch untereinander eine tragende Rolle bei uns. Wir fördern das Miteinander durch unsere Events, die wir machen. Hier ein kleiner Ausschnitt, was wir allein dieses Jahr gemacht haben. Sei es Kochen, sei es Bowling, sei es Filmfesten mit den Familien. Aber keine Angst, das geht vor allem in Richtung unserer Kunden, die auch hier sind. Bei uns darf und wird auch gearbeitet. Wie hier zum Beispiel. Das ist Matthias. Matthias ist, glaube ich, unter uns. Da hinten sehen wir eine Glühbirne. Matthias sorgt dafür, dass Geld vernichtet wird, also zerschreddert wird. Ja, richtig gehört. Unser Kunde Giesecke & Devrient ist Weltmarktführer rund um das Thema Banknoten und Bargeldbearbeitung. Da der Lebenszyklus eines Scheins nicht länger als 6 Monate dauert, muss er vernichtet werden. Die Kohle muss also weg. Das macht Matthias. Oder da drüben. Oder da drüben, da sitzt Jörg, 314 km/h, mit einem selbstgebauten, ferngesteuerten Speedboot-Modell fährt er. Also, erster Weltrekordhalter. Bei Lachmann und Rink sorgt er dafür, dass Kekse in die richtige Verpackung kommen. Jeder von euch kommt täglich mit Produkten in Kontakt, die von Schubert-Maschinen verpackt werden. Haribo, Lindt, Ferrero. Egal was. In jedem Verpackungsprozess steckt seit 1985 Know-how von Lachmann und Rink. Und somit kommt ihr jeden Tag in Berührung mit Lachmann und Rink, ohne dass ihr es wisst. Rittal, ein weiterer Global Player. Power and Vision, das ist Rittal. Mit Rittal bekommt Andreas das Gesicht. Dieses Tätigkeitsfeld bedient er. Er unterstützt uns bei dem Leitrechnerprojekt im neuen Industriewerk in Haiger. Oder ebenfalls ein Global Player aus der Region. Da hinten sehe ich Johann. Hallo Johann. Otto Fuchs ist berühmt geworden durch die geschmiedete Porsche-Felge. Aktuell unterstützt Johann Otto Fuchs dabei, dass Flugzeugtragwerke für die Luft- und Raumfahrt die richtige Qualität haben. Und auch in Zukunft unsere Unternehmen, die keine Kontakte zum Silicon Valley haben, zu unterstützen, haben wir Erik. Erik bringt das Thema Augmented Reality mit HoloLens-Anwendung nach vorne. Und Erik hat bei uns die Möglichkeit gehabt, sein Hobby zum Beruf zu machen. So sieht Erik normal aus, zurzeit sieht er eher so aus. Aber das schaffen die 5 natürlich nicht alleine. Unterstützt werden sie von 105 Know-how-Trägern von L&R. Und schaut her, unsere Firmengründer, also unsere Gründerleuchten, sind auch da. Also, Sie haben auch Ihre Ehefrauen mitgebracht, jetzt jeder eine. Das war jetzt das Kennenlernen unserer Glühbirnen. Aber das ist lange noch nicht alles, das ist nur ein Auszug. Ihr könnt jetzt natürlich zu einem unserer Kunden gehen. Die haben auch alle eigene Entwicklungsmannschaften und sind, wie wir schon eben gehört haben, super Unternehmen. Oder ihr kommt zu uns. Dann arbeitet ihr nicht für einen, sondern für alle. Denn überall ist ein bisschen Lachmann und Rink in Zeit. Technologien, Projekte und unterschiedlichste Branchen habt ihr die Möglichkeit, mit in Berührung zu bekommen. Aber keine Zurückhaltung. Ihr dürft Fragezeichen sein. Ihr müsst nur, um jetzt bei der Glühbirne zu bleiben, in unsere Fassung passen. Das Wichtigste
ist euer Feuer, eure Leidenschaft, die Neugier nach Neuem, weil eins ist sicher, nichts bleibt, wie es ist. Herzlich willkommen bei Lachm und Ring, ihr neuen Glühbirnen. Lasst uns gemeinsam leuchten.